Da sind wir auch schon wieder zurück bei Diablo 3. So, es ist schon wieder ein paar Tage her. Findet den Innenhof von Leorix Anwesen. Okay, wo müssen wir denn dafür nochmal hin? Ist es hier? Nee, nördliches Hochland. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es weiterging, aber ich schätze mal, das war hier. Die ansässigen Kessra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Sie greifen Karawanen an und dringen in Gebiete vor, in denen sie bislang nicht gesehen wurden. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Wir werden euch für jeden Kasra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Ich erinnere daran, dass wir im letzten Part die Schwierigkeit hochgestuft. Ach so, warte mal. Die hat sich bestimmt die Karte wieder zurückgesetzt, warum auch immer die das macht. Ich kann mich daran erinnern, wir sind von hier gekommen. Das heißt hier ist das nördliche Hochland und hier geht es, glaube ich, auch weiter. Wir hatten nämlich da hinten abgespeichert und dann uns dieses Gebiet hier für den nächsten Part aufgehoben, genau. Problem ist, dass die Karte halt immer wieder Nicht dunkel wird. Ich genug weiß auch nicht, Platz. warum das so ist, aber es ist so. Die sind nicht besser als unsere. Ich meine, Krähe jetzt einfach mit denen fightet und unbesiegbar ist. Ja, wir haben den Schwierigkeitsgrad ja hochgestellt in einer der letzten Parts von normal auf schwer. Deswegen, also das merkt man auch wirklich deutlich, dass sie jetzt weniger Damage kriegen. Aber es soll ja auch ein bisschen spannend sein, deswegen war das, denke ich, mal eine ganz gute Entscheidung. Trotzdem hätte ich natürlich nichts dagegen, wenn wir jetzt auch ein bisschen mehr Schaden Diese wieder Feinde machen. sind Durch irgendeinen krassen, unglaublich. oh Gott, durch irgendeinen krassen weiteren Gegenstand oder so. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Boah, die sind übel. Die sind ja richtig übel. Ich habe Ich muss nicht mich erholen. Oh Gott. Die sind krass, Alter, what the fuck? Und das war nicht mal eine Quest oder sowas. Das war ein würdiger Gegner. Richtig. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen. Wir sind noch nicht ein einziges Mal gestorben in dem Spiel. Und eigentlich. Ist irgendwas passiert jetzt? Eigentlich habe ich auch vor, dass das so bleibt. Ich möchte eigentlich nicht sterben in dem Game. Aber wer weiß, ob auf schwer das nicht vielleicht doch ein bisschen zu hart wird dann. So, wie gesagt, da unten, da sind wir schon. Ich fände es ja wirklich cool, wenn die Karte gespeichert bleiben würde. Damit, wenn der nächste Part ein bisschen länger her ist, man noch immer noch weiß, wo man lang muss. Aber das wollen sie scheinbar nicht. So. Ist auch nicht besser. Gute ist, dass der, den wir treffen, nur mal eingefroren ist und deswegen nichts machen kann. Nicht genug Hass. Durch Granaten können wir unseren Hass wieder auffüllen, wenn ich mich. Genau. Das funktioniert relativ gut. Einfach ein paar Mal die Granaten werfen, dann haben wir wieder mehr Hass. Leorix Anwesen. Ich kann mich gerade nicht mehr so ganz erinnern, wer Leorix ist, aber das werden wir dann gleich schon noch rausfinden. Hier ist auch noch. Hier sind überall diese Altare der Kassra, aber da ist irgendwie nichts. Passiert nichts. Mache ich da irgendwas falsch? Bleib hier. Alter, der ist tanky as shit. Aber wir kriegen ihn. Oh, holy shit. Ey, Templer, ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Gegner werden wirklich immer stärker und stärker hier. Habe ich keinen Schutz? Oh. Ich habe keinen Schulterschutz vorher gehabt. Das ist wirklich unser erster Schulterschutz. Gut, jetzt machen wir auch mehr Damage. Oder? Ne, Vitalität ist gar nicht für Damage.
kluge Würfe des Bären. Ist nicht die richtige Art von Gegenstand für diesen Ausrüstungsplatz. Das kann ich nicht benutzen. Ja, was ist denn das für einer? Kluge Würfe, wo tut man die denn hin? Das werde ich keine nicht Ahnung. Benutzen. Vielleicht kann man die auch gar nicht benutzen. Als Armbrustschütze. Ja, unseren Gürtel kann ich jetzt eigentlich nicht ablegen, weil das mit den Granaten und der Chance zu springen, das ist halt wirklich sehr wichtig. Das macht unsere Granaten erst so stark, deswegen lasse ich das mal. Aber hier können wir tauschen für mehr Damage. Und die gibt uns auch mehr Damage. Oder guck mal, das ist schon wesentlich besser als vorher. Die Frage ist, ob bei den Granaten überhaupt entscheidend ist, wie viel Damage man mit der Armbrust macht. Ich glaube mal schon, aber. Dieses Land ist schon einmal. Und rein theoretisch dürfte es nur bei der Salbenattacke, bei der hier, Sinn machen, weil da schieße ich auch wirklich mit der Armbrust. Bevor es wieder geschieht. Zu mir, ihr Bestien! Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen geiler. Sie kriegen wieder deutlich mehr Damage davon. Leoris Jagdgründe, gut, dann müssen wir jetzt auch gleich da sein. Dunkler Beschwörer. Haben wir vorher schon gegen die gekämpft? Weil normalerweise kommt da immer so ein Buch, was uns erstmal was ein bisschen was über den Gegner erzählt. Das war jetzt nicht oben. Diese Feinde sind unglaublich. Oh. Holy shit. Wenn die mal wenigstens doch auch in meinen Templer gehen würden, der ja dafür da ist. Folgen trotzdem mich. Gut, da oben links bei der Brücke geht's weiter, dann gehen wir da noch nicht hin, dann gehen wir zuerst hier hinten untersuchen. Die ist nicht besser, auch wenn sie von der Rüstung her besser ist, aber wie gesagt, ich gehe ja wirklich voll auf Damage. Diese Verderbtheit hat kein Ende. Okay, das sind auf jeden Fall ein paar. Was ist das hier? Das Portal ist verschwunden. Ach so, sonst wären da immer wieder Viecher gespawnt oder was? Ich verstehe. Schrein des Schutzes. Ach so, Elitner. Oh, okay. Um 25%, das ist aber krass. Das ist wirklich viel. Eine ruhmreiche Entwicklung. Ja, Stufe 22, habe ich gar nicht drauf geachtet. Mehrfachschuss. Jetzt kriege ich mehr Hass, ja? Warte mal. Wenn ich die Granaten einfach auf den Boden werfe, kriege ich dann auch Hass? Ja, wenn ich Granaten benutze, kriege ich Hass dazu. Egal, ob ich den Gegner damit angreife oder nicht. Das ist ja lustig. Spinnengefährte. Lol, okay, jetzt haben wir eine Spinne. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde oder ob ich lieber bei der Krähe. Ich meine, die Spinne ist bestimmt besser als die Krähe, nicht wahr? Er kann Gegner verlangsamen.
Fledermaus, Eber, Wolf kommt als letztes. Boah, ich hasse Spinnen, oh Gott. Boah, der ist ja krass. Kann man den auch als Linksklick-Attacke benutzen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Hier ist noch eine Höhle, da geht's glaube ich nicht weiter. Hilfe! Kultisten haben meinen Bruder verschleppt! Dann sollten wir mit der Suche beginnen. Schnell! Ja. Die Kultisten haben meinen Bruder vergiftet und ihn in diese Höhle gebracht. Das alles nur, weil sie meine Elixiere wollen. Oh, der ist krass. Aber der kostet auch sehr, sehr viel Hass. Die dunklen Berserker werden zu den geringeren Dämonen gezählt. Doch ihre Stärke übertrifft noch immer die der Menschen bei Wachen. Ich habe in der Kathedrale unheilige Zaubersprüche gefunden. In Erzbischof Lazarus eigener Handschrift. Mit Anweisungen zu ihrer Beschwörung. Ich hoffe, es soll wie die Spinne vorrennt. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Hä, warum leckt denn das jetzt? Ich bin doch gar nicht im Multiplayer-Game drin. Die Kultisten vollzogen gerade ein seltsames Ritual, als ich sie heute sah. Einer von ihnen stand lautlos da, während die anderen lange Dornen tief in sein Rückgrat trieben. Er starb nicht. Und ich glaube, ihm könnte durch die Fremdkörper sogar eine finstere Macht verliehen worden sein. Auch wenn mir solch schreckliche Magie fremd ist. Der hat es wohl nicht weit gebracht, der Abenteurer hier. So, dann kann es jetzt eigentlich nur noch entweder ganz rechts oder hier oben weitergehen. Ich hoffe mal, hier oben geht's weiter. Das sieht gut aus. Ich brauche mehr Zeit. Nochmal Schrein des Schutzes, nicht schlecht. Nehme ich gerne immer mit, 25% weniger Damage. Alter, das ist eine große... Ah, okay. Ich will ihm das Gegengift verabreichen. Oh nein, sie sind hier. Haltet sie zurück, während ich ihm das Gegengift verabreiche. Das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich alles andere als einfach. Ich habe nicht genug Hass. Aber wir haben es geschafft. Tod, wenn ihr nicht gewesen wärt, tapferer Held, nehmt diese Elixiere als Entschädigung für eure Mühe. Wir kehren in die Stadt zurück. Elixiere haben wir jetzt nicht einfach nur. Oh Gott, holy shit. Haben wir jetzt nicht einfach nur Gold und Erfahrung bekommen? Nicht genug Hass. Legendärer Kopfschutz. Den muss ich auch erst identifizieren, ne? Das können wir gleich mal in der Stadt machen. Dann gehe ich verkaufen und dann identifizieren wir das. Vielleicht ist der richtig, richtig geil. Ach so. Ja, wenn es das hier war, wenn hier jetzt nichts weiter ist, dann ja, aber ansonsten noch nicht. Okay, das war's. Jetzt scheinbar dann. Ja, dann zurück zum Eingang. Danke, dass ihr mir im Kampf gegen die Dunkelheit beisteht. Sich gegen das Böse zu stellen, ist die Essenz des Daseins als Templer. Lange ihr mir dabei nicht in die Quere kommt. Ja. Bisher leistet er ganz gute Arbeit, aber mir zu helfen. Von daher würde ich sagen, passt das schon. So, wo ist hier nochmal das Dings gewesen? Das Portal ist da unten gewesen, ne? Gut, dann jetzt einmal ganz kurz zurück zur Stadt. So, identifizieren eines Gegenstandes. Oh. Das muss ich mir erstmal angucken.
erhöht, verstärkt die Wirkung jedes Edelsteins, der in diesem Gegenstand ein. Und 86%. Habe ich was, das Damage macht? Keinen Gegenstände mit Sockeln. Kritischer Trefferschaden um 20%. Neuen Schaden. Reduziert die Abklingt. Ja, das ist dann auch nicht so krass viel mehr. Die Frage ist, wie hoch ist überhaupt die Chance, Crits zu machen? Oder soll ich einfach den Clean Damage nehmen, den wir hier haben? Hä? Warum mache ich denn jetzt weniger Damage als vorher? Seltene Handschuhe habe ich noch. Oder habe ich hier gerade was versehen, was vertauscht? Jetzt mache ich nämlich. Vorher hatte ich nämlich 179 Damage gemacht und davor 180. Nachdem ich den Sockel hier. Plus 10% Erfahrung. Was mit dem Damage? Oder ist er jetzt verschwunden gegangen? Na gut, okay, egal. Achso, nee, verkaufen wollte ich noch gehen. Jedenfalls haben wir jetzt fast 200 Damage, das ist doch schon mal ganz gut.